Geh mal weg. Das kann man doch nicht machen, einfach so. Wissen Sie was? Besonders deutlich. Und er macht das mit einem solchen Genuss. Das kann er nicht. Das kann ich nicht machen. Harald zeigt das geht da nicht. Geh mal etwas weg. Ganz Besonderes, nämlich, dass er diesen Wahnsinn, den er hat, der wird in diesem Sketch besonders deutlich. Und er macht das mit einem solchen Genuss. Das kann man doch nicht machen, einfach so weg. Wissen Sie was? Vielleicht, wenn ich mich ducke, sobald ich Ihre Hand kommen sehe, dann können wir uns doch vielleicht noch ganz nett unterhalten. Sehen Sie, so geht es. Tut mir wahnsinnig leid, ich hätte Sie vorwarnen sollen. Es tut mir schrecklich leid. Und mir tut's ganz schön weh, mein Lieber. Wenn man den also bei Vorstandsvorsitzenden vorspielt, dann schlagen die sich auf die Schenkel und sind begeistert. Kann er nicht. Aber das wenn man ihn, sagen wir mal, bei Psychoanalytikern vorführt, dann machen die O und A und oh Gott. Ja? Weil das ist natürlich eine Situation, die kann man zusammenfassen mit den hilflosen Helfern. Aber es muss doch irgendetwas geben. Haben Sie es? Haben Sie schon mal mit einem Psychiater versucht? Und wenn der sagt, dass ich verrückt bin? Was dann? Aber Sie sind's doch nicht, oder? Natürlich nicht, das merken Sie doch. Aber mein Problem ist, dass ich geliebt werden möchte. Geachtet möchte ich werden. Dass man mich mag. Was ich es brauche, aber ich schaffe es nicht. Ja. Ich schaffe es einfach nicht. Bitte glauben Sie mir, ich möchte Ihre Gefühle nicht verletzen. Aber ich werde jetzt weggehen. Ich fühle mich mies, ganz mies, wenn ich Sie jetzt hier so alleine stehen lasse. Aber bitte glauben Sie mir, ich weiß auch keinen Rat für Ihr Problem. Keinen Rat. Tut mir leid. Aber Sie haben es wenigstens versucht. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Aber ich habe versagt. Kläglich versagt. Ich habe versagt. Hallo Hansi. Mensch, Günther. Das war vielleicht ein Ding. Ich habe schon gedacht, ich werde den überhaupt nicht los. Er war ja auch ein absoluter Scherzkeks. Ja. Der hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe gehabt und hat mich dadurch auch immer zum Lachen bringen können und mich natürlich auch immer, und das ist ja das Schöne, dass das ja dann auch entspannend ist. Ne? Also in dem Moment, wo man lachen kann, entspannt man ja. Hallo, Tachchen. Entschuldigen Sie, dass ich so spät bin. Macht nichts. Ich kann heute sowieso nicht malen. Migräne. Och, Sie Ärmste. Warten Sie. Ich massiere Sie ein bisschen. Ach. Dann geht es schon wieder besser. Ja. Ihre Hände vollführen ja wahre Zauberkunststücke. Ja. Eduard! Mein Gott, meine Frau kommt. Zieh sich schnell aus. Sie waren wie Geschwister, wie zwei Brüder, die sich einerseits mögen und auch wissen, dass sie in gewisser Weise voneinander abhängig waren, weil sie so eine gute Paarung waren. Feiglinge aufschließen. Mein Gott, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Tut mir leid, ich war beim Zahnarzt. Jetzt beim Zahnarzt? Nein, schon vor bleib unten. Aber bleib sitzen bekommen. Hab gar kein Befühl im Mund. Na, das kann ja heiter werden. Kannst du wenigstens tanzen, wenn uns jemand auffordert? Na bitte, da hat schon einer angerissen. Hallo, hier spricht Tisch 17. So, Sie wollen meine Tischnachbarn sprechen. Mit wem spreche ich denn bitte? Mit dem Herrn von Tisch 4.
dich jetzt bloß nicht um. Der sitzt genau hinter dir. Ein totschicker, eleganter Mann, sag ich dir. Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt mal meine Tischnachbarn. Sie kann leider nicht sprechen. Ich meine, das heißt, sie spricht unsere Sprache nicht. Wieso? Ich bin aus Lappland. Sie kommt aus Lappland. Sie soll zu Ihnen kommen? Jetzt gleich. Ja, ja. Ja. Alles klar. Es ist dein Zahnarzt. Er hat vergessen, dir die Watteröllchen rauszunehmen. Die Wattepölchen. Die Wattepölchen.